Der Attentäter von Orlando soll sich über das Internet radikalisiert haben. Vor dem Anschlag hat er bei der Polizei angerufen, um sich zum sogenannten Islamischen Staat zu bekennen. Diese Organisation hat danach ebenso behauptet, einer seiner Krieger habe die Tat verübt. Vor allem auf junge Männer, die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind und keine Perspektive für die Zukunft haben, wirkt die perfekte Propagandamaschinerie der selbsternannten Gotteskrieger faszinierend. Das hat auch der Politikwissenschaftler Alexander Karakas erkannt und setzt dem ein ungewöhnliches Konzept entgegen. Beim Wiener Verein Not in God's Name wird mit Fäusten gegen die Radikalisierung angekämpft, berichtet Christoph Benders. Propaganda-Videos des sogenannten Islamischen Staates. Aufmachung und Inhalt der Videos erinnern nicht selten an Mafia-Filme oder Hollywood-Blockbuster. Auf manche Jugendliche wirkt der Aufruf, Teil einer größeren Sache zu werden, faszinierend. Gegen diese Faszination versucht ein Wiener Verein anzukämpfen. Mit den Fäusten ganz realer Vorbilder. Alexander Karakas, Österreicher mit türkischen Wurzeln, hat die Initiative gegründet. Ich habe mich ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt. Bei den Anschlägen von Paris, Charlie Hebdo und in Brüssel. Hab bemerkt, dass Dschihadisten sich sehr mit dem Thema Kampfsport identifizieren. Somit habe ich versucht, das umzudrehen und die Kampfsportler als positive Role Models zu nehmen. Das sind mehrheitliche Muslime, die eben den Dialog mit anderen Religionen leben und Radikalisierung im Namen Gottes, deshalb Not in God's Name, ablehnen. Der 36-jährige Politikwissenschaftler Alexander Karakas gründet den Verein Not in God's Name, der auch auf Facebook eine Seite hat. Die Idee kommt dem Katholiken, als er rein zufällig den Kampfsportclub Tosan im 2. Bezirk in Wien betritt, in dem Jugendliche unterschiedlicher Herkunft miteinander kämpfen. Kampfsportler als starke Autorität für jugendliche Muslime, die sich in Österreich oft zwischen den Stühlen befinden und Halt suchen. Damit die Faszination für radikale Gedanken gar nicht erst entsteht. Meine Testimonials sagen immer, es wird einen Grund haben, warum sie jetzt nicht in Syrien sind und sogenannte Ungläubige köpfen oder bekämpfen, obwohl sie auch Moslems sind, zum Teil auch strenggläubige Moslems. Und das erzeugt ein großes Maß an Nachdenken bei Jugendlichen mit Migrations-Background, bei jugendlichen Muslimen, weil ja meine Testimonials die Vorbilder sind. Teilweise haben die Poster von denen in ihren Zimmern, es wird auf den Social-Media-Kanälen denen gefolgt, man geht zu deren Kämpfe, man kennt sie. Also es ist wirklich ein Gegenpol, der hier erzeugt wurde gegen diese IS-Propaganda im Netz. Eines der Testimonials ist Karim Mabruk. Der Sportstudent möchte Sozialarbeiter werden und trainiert 6-mal pro Woche im Tosan. Auch mit Kindern, egal welcher Altersstufe. Die Botschaft bleibt dieselbe. Der Islam bedeutet nicht, dass man irgendwo in den Krieg geht oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach dieses Leben hier, dass man das Leben versucht, so gut wie möglich zu leben, ohne irgendwelche Probleme, mit Frieden, normal arbeiten, normal in die Schule, etwas Gutes erreichen und das Bild des Islams schön zu machen, das ist eigentlich das Wichtige. Nicht irgendwie, der Krieg ist nicht wichtig. Anders ausgelegt haben den Islam offenkundig die Attentäter von Orlando und Paris. Der eine erschießt 49 Menschen in einem Nachtclub, der andere ersticht ein Polizistenpaar. Beide haben mit dem IS sympathisiert, beide haben sich auf den IS berufen und beide sollen sich über das Internet radikalisiert haben, durch Videos ähnlich wie dieses. Wir wollen wissen, wie diese Faszination zu erklären ist. Ein ehemaliger IS-Sympathisant erklärt sich bereit, sich mit uns zu treffen.
Vor der Kamera möchte er nicht mit uns sprechen, auch nicht anonymisiert. Zu groß die Angst vor Vergeltung. Er willigt ein, unsere Frage schriftlich zu beantworten. Was hat ihn an den Videos fasziniert? Es wurde in den Videos immer wieder die Situation und das Leid der Bevölkerung dargestellt. Die perfekten Videobearbeitungen haben mich sehr stark fasziniert. Auch wurde versprochen, ein Leben vor Ort zu führen, ohne jegliche Sorgen. Ich habe mich jedoch dagegen entschieden, durch die Hilfe und Absprache gewisser Personen. Thomas Schmiedinger ist Dschihadismus-Experte. Er betont, dass die Vielfalt der Videos eine Besonderheit ist. Man spricht auch die Sprache der Jugendlichen, man spricht verschiedene europäische Sprachen. Die Videos sind teilweise cool, sind teilweise aber auch nur Predigervideos. Und jeder findet eigentlich in dieser Fülle das, was er sucht. Murtia Al-Sabti wollte aus religiösen Gründen in den Krieg ziehen. Allerdings hatte der gebürtige Iraker die Absicht, sein Heimatland gegen den IS zu verteidigen. Durch Gespräche mit seinem Freund Adrian, den zum Kampfsportzentrum Tosan gebracht hat, lässt er sich schließlich davon abbringen. Ich habe mit ihm gesprochen darüber und er hat zu mir gesagt, wenn du hingehst, was ist dann? Er hat gesagt, dort ist so und so nur Bürgerkrieg. Also du bist noch zu jung, du bist kräftig, du bist guter Mensch, also bleib lieber hier. Und ich hab ihm dann gesagt, was mache ich hier? Ich habe hier keine Arbeit, ich habe hier nichts, was mache ich hier? Und er hat mir gesagt, mach einen Schritt, also immer einen Schritt. Und ich habe ihm gesagt, okay, dann wir zusammen. Dann bin ich hergekommen, ich habe die ganzen Leute hier kennengelernt. Und jetzt habe ich schon meinen Weg geändert. Jetzt habe ich auch alles, ich habe Arbeit, ich habe Training. Familie sind stolz auf mich, Fuad ist stolz auf mich, jeder ist stolz auf mich. Auch Valtrim Saliu ist Mitglied im Verein von Alexander Karakas. Wie andere Kampfsportler des Vereins geht er direkt zu Jugendlichen. In vielen Communities gelten die Kämpfer regelrecht als Helden. Ihr Wort hat Gewicht. Ein direkter Zugang und mögliche präventive Maßnahme, um religiöse Radikalisierung vorzubeugen. Der Valtrim ist ein perfektes Beispiel als albanischer Moslem, als Vorbild, als Sportler, dass man Moslem sein kann und auch mit anderen Religionen und Kulturen perfekt leben kann. Nochmal danke, Valtrim, und danke, dass wir hier sind. Auch Karl-Heinz Grundböck vom Innenministerium begrüßt diesen präventiven Zugang. Einzelne Leute, die mit IS-Propaganda sympathisieren, seien für den Verfassungsschutz in Österreich schwierig zu kontrollieren. Eingegriffen werden könne erst bei strafrechtlicher Relevanz. Alles, was davor kommt, ist eine Betrachtung, die auch bei Eltern liegt, die auch im Freundeskreis liegt, eine Betrachtung, die eben auch in der Schule liegt. Das heißt, hier ist diese Frage von Deradikalisierung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und keine ausschließliche Aufgabe der Polizei. Und umso wichtiger ist es aber eben auch zu sehen, wenn es Initiativen gibt, die hier Sinnvolles tun, dann ist das auch zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit mit der österreichischen Politik wünscht sich Alexander Karakas, der nächste Woche im belgischen Viertel Molenbeek, aus dem die Attentäter der Pariser Anschläge stammen, Gespräche mit Experten führt. Dort stößt seine Initiative auf viel Interesse. Vorbilder aus der Community für die Community. Junge Leute, die sich radikalisieren wollen, die hören nicht auf Politiker oder auf Plakate oder auf Werbeanzeigen in Medien. Teilweise lesen die diese Medien gar nicht, teilweise verstehen sie auch kein Deutsch, um diese Medien lesen zu können. Deshalb ist unser Ansatz ein authentischer, weil aus den eigenen Reihen kommt, von eigenen Vorbildern.